Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Spiritfarer. Wir sind im Ambertown Park angekommen und machen uns jetzt mal auf die Suche nach dem Schreibtischtäter, Holzverarbeiter. Gucken wir mal, ob wir den finden. Ist das zufällig du? Hust, hust. Nee. Nee, der ist es schon mal nicht. Nein, ich wollte nicht rausgehen. Du bist der Baumliebhaber. Bist du zufällig? Nein. Nein, ich mach gar nichts. Ich bin nur... Oh, Moment, ich kenne dich nicht. Was gibt's? Ein Holzarbeiter, sagst du? Ja, natürlich suchst du nach mir. Ich mache nur einen kleinen Spaziergang. Ja, genieße die Natur. Lade meine kreativen Batterien wieder auf, sozusagen. Du warst also auf der Suche nach einer genialen Wenigkeit, nehme ich an. Was brauchst du denn? Ein Schreibtisch? Oh ja, fantastisch. Sicher, das lässt sich einrichten. Okay, das ist deine Chance. Verbock es nicht. Tief durchatmen. Also, zur Sache. Meine kreativen Batterien sind voll, sicher. Aber die ganze Natur und die Bewegung und dieses Nachsinnen, nun, das hat meine physischen Batterien leergesaugt. Also bevor ich mir überhaupt Gedanken zu deinem Auftrag machen kann, brauche ich nun ja etwas zu essen. Du weißt schon, Körper und Geist und so weiter. Und also für einen Künstler meines Kalibers darf es nicht einfach irgendwas sein. Du musst mir ein auserlesenes Surf and Turf bringen. Ja, das sollte genügen. Oh nein, warum habe ich ein so teures Gericht gewählt? Was, wenn sie denkt, dass ich es nicht wert bin? Sollte ich mich umentscheiden? Nein, dafür ist es jetzt zu spät. Ich habe es aber so satt, mich nur von Heidelbeeren zu ernähren. Nun, worauf wartest du noch? Bring mir ein Surf and Turf. Oder sonst irgendwas, bitte. Ich bin am Verhungern. Dann können wir über den Auftrag reden. Neues Rezept Surf and Turf habe ich nicht. Zufällig eins? Nee. Nun, ich könnte meine Standards natürlich etwas senken, um mich an den Massengeschmack anzupassen. Das ist alles Teil meines kreativen Prozesses. Ein guter, herzhafter Auflauf würde für heute reichen. Da habe ich garantiert einen. Ist er fertig? Hast du mir einen Auflauf gebracht? Ja. Endlich, ich war hier am Verhungern. Mit leerem Magen lässt sich nun mal nichts Großes erschaffen, verstehst du? Und nun, wegen deines kleinen Auftrags. Ich habe sehr gute Ideen, fantastische Ideen. Aber wir haben noch nicht über meine Bezahlung gesprochen. Der Preis ist auf keinen Fall verhandelbar. Ich benötige 450.000 Glimms. Und das ist ein Angebot unter Freunden. Ja, spinnst du? Für einen Künstler meines Talents wäre es lästerlich, weniger zu fordern. Ja, klar. Und dann werden wir uns wieder näher sein. Ah, er will einfach nur seine Alte wieder zurückgewinnen, indem er reich ist. Und du wirst schon sehen, wie gut ich alleine zurechtkomme. Aha. Und du wirst verstehen, dass ich nicht einfach nur ein fauler Chaot bin und dann wirst du dich ganz neu in mich verlieben. Ich kann nicht glauben, dass mein Plan so gut funktioniert, es sei denn... Und, nur noch eine Sache, aber sie ist äußerst wichtig. Ich bin strikt dagegen, Arbeit und Liebesleben miteinander zu vermischen. Du solltest meiner Partnerin in Oxbury also auf keinen Fall mitteilen, worauf wir uns geeinigt haben. Verstehst du? Auf... keinen Fall. Ich sehe schon. Auf nach Oxbury. Das wird seine Partnerin auf jeden Fall brennend interessieren. Da bin ich mir sehr sicher. Oh, Frittata. Bonbons. Lass mich raten, daraus wurde ein Surf and Turf.
Lass mich auch raten, es ist zu dunkel zum Navigieren. Ne, wir fahren noch, okay. Aber es dauert bestimmt nicht mehr lang, bis es zu dunkel ist zum Navigieren. Naja, kann ich ein bisschen angeln. Oh, ein Tintenfisch. Es ist einfach so entspannend, dieses Spiel irgendwie. Klar, ich meine, jetzt fürs Let's Play konzentriere ich mich natürlich schon sehr auf die ganzen Hauptstories und die Missionen und rede immer zu mit allen und so. Und wenn man das dann selber spielt, dann kann man sich da natürlich viel, viel mehr Zeit lassen. Und halt auch stundenlang angeln gehen zwischendurch oder Sachen herstellen, was weiß ich was alles. Da kann man dann richtig, richtig chillen und entspannen. Aber auch so, finde ich, ist es jetzt nicht allzu stressig. Ah, ich habe vergessen, halt. Na gut, das Event können wir eigentlich mal eben machen. Der war ja ganz cool. Wie bin ich gerade zu doof zum Hüpfen? Okay, man hat also nur eine gewisse Chance, dass da auch so ein Kometenstein bei rauskommt. Sonst kriegt man nur Geld. Aber nehme ich natürlich ja auch gerne. Hier irgendwie so ganz meditativ gefangen, auch in dieser Musik und in den Soundeffekten. Da habe ich gerade gar nicht viel gesagt. Aber ich fand es einfach schön. Ich glaube, das ist irgendwie bis jetzt mein Lieblingsevent. Schön. Gefällt mir. Ja, und jetzt ist es zu dunkel zum Navigieren. Na gut. Naja. Können wir uns ein bisschen um den Garten kümmern. Wieder Muscheln vom Bug poolen. Und vom Heck. Muss ja auch alles mal sein. Feuerglut. Möhrchen. So, sonst sind alle noch versorgt. Hühner sind noch gefüttert. Na gut, dann gehen wir halt mal schlafen.
Ach nee, halt, ich wollte ja die Muscheln vom Boot poolen. So rum. Erstmal das und dann können wir schlafen gehen, wenn es dann eh nicht schon wieder morgens ist. Doch so viele verschiedene Muscheln in diesem Spiel. Bräuchte es ja an sich alles nicht unbedingt notwendig, damit das Spiel funktioniert, aber die Entwickler haben sich halt gedacht, so, ja, nö, machen wir. Macht das ganze Spiel einfach schöner. Oh Gott, ich liebe dieses Hühnergeräusch. Ja, das sind einfach so diese Details, wie auch, dass die Schafe auch anders aussehen, dass die Hühner alle anders aussehen. Das sind ja im Prinzip alles Sachen, die nicht lebensnotwendig für dieses Spiel sind. Aber die einfach so viel dazu beitragen, wie es einfach süß und knuffig und schön ist. Man einfach auch merkt, wie viel Liebe da drin steckt. Und jetzt gehen wir wieder zu der Kaffeebesitzerin und erzählen der ganz sprühwarm, dass ihr Alter in einem Park wohnt, sich nur von Bären ernährt und horrende Preisvorstellungen hat. Hallo. Hast du ihn schon gefunden? Was? Wie viel? 450.000 Glimps? Wie unverschämt, aber mal ehrlich. Das ist viel mehr als eine übliche Rate. Wie kommt er überhaupt auf diesen Betrag? Oh. Jetzt verstehe ich. Die Wohnung neben meiner steht derzeit zum Verkauf. Sie kostet 450.000 Glimps. Der Preis ist nicht verhandelbar. Sehr raffiniert, Mann. Und auch sehr verstörend. Weißt du was? Ich kann ihn nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Er ist zu hilflos. Es sind gerade mal 3 Tage vergangen und schon versucht er, unschuldige Passantinnen hereinzulegen. Außerdem hatte ich ohnehin schon vor, ihn wieder bei mir einziehen zu lassen. Ich wollte ihm einfach nur eine Lektion erteilen. Sag ihm doch, dass er zurückkommen darf, okay? Aber bläu ihm eine Sache ein, aber jetzt muss er im Haushalt mithelfen. Ich kann nicht alles für ihn erledigen, ich bin ja nicht seine Mutter. Yay. Und dann ist es hoffentlich auch wesentlich weniger teuer. Da wird ihm seine Frau schon Bescheid sagen, dass er da mal einen vernünftigen Preis machen soll. Vielleicht kriegen wir es dann auch ganz umsonst. Das kann ja auch sein. Hier müssen wir hin. Alles möglich. Jetzt haben wir hier wieder so dieses schnelle Ding. Was auch immer es ist. Was ich einfach partout nicht von mir angeln lassen möchte. Da reißt mir einfach meine Angel. Komisch, komisch. Alles so widerspenstig hier. Eine gemeine Goldmakrele. Ja, kein Wunder, dass die sich so schwer angeln lässt, wenn die so gemein ist. Also wirklich. Gibt es hier auch noch gemeine Makrelen? Schon wieder so eine gemeine Makrele, lass mich raten. Ich
fühle das schon, wie die an der Angel zerrt. So gemein. Ja, genau. Siehst du? Ich kenne mich doch aus. Ich merke doch, wenn hier gemeine Makrelen an der Angel hängen. Wieder ein bisschen mehr Sonnenblumen anpflanzen, weil ich die ja immer an alle möglichen, an die Hühner und so verfütter. Dass die mir nicht ausgehen. Das sind wir auch schon wieder. Sehr gut. Perfetto, perfetto. Auf zu unserem armseligen Holzarbeiter. Du hast mit ihr gesprochen. Sie lässt mich wieder einziehen? Unglaublich. Ich muss nicht mehr im Park schlafen. Oder mich aus der Mülltonne ernähren. Zurück in mein Traumleben. Müßigkeit und gutes Essen den ganzen Tag lang. Ich danke dir, vielen Dank. Als Zeichen meiner Wertschätzung erlasse ich dir sogar meine Gebühr. Hier, das ist der finale Entwurf. Sieh dir diese Kurven an. Die perfekt verarbeiteten Materialien. Ein wahres Meisterwerk. Veralteter, moderner Schreibtisch. Ja, was jetzt? Veraltet oder modern? Aber perfekt. Und im Endeffekt muss ich ihn trotzdem noch bauen, oder wie? Aber immerhin. Oder wetten? Aufwertung. Genau, Silberbarren und Seidenfaden. Aber müsste ich eigentlich machen können. Weil den Silberdrachen haben wir ja befreit. Und Seiden... Schnüpsi-Düpsis kriegen wir ja von unserem Baum. Machen wir das mal eben. Dann können wir Gustav seinen Schreibtisch bauen. Dann hat er schon den Grundstein für seine Galerie. Ui, oh. Okay, Silber ist kompliziert. Uiuiui. Okay, also einmal auf den Blasebalg drücken macht fast das halbe... Fast das halbe Rad voll. Das ist ja gemein. Da muss man aber viel jonglieren hier. So, jetzt aber. Ein Stück machen wir nochmal. Dass wir auf der sicheren Seite sind. Nicht, dass ich dann irgendwie 12 brauche und dann muss ich nochmal von vorne anfangen. So, und dann haben wir noch Seide. Brauchen wir dann noch Seide, Seide, Seide. Aber Seidenfaden, keinen Seidenstoff. Ist ja dann wieder was anderes. Mir. Der damit. Und dann können wir hier Seidenfäden machen. Ui, das ist aber schnell. Ui, ui. Okay, wie wir hier diesen perfekten Punkt treffen soll, ist mir ein Rätsel. Aber naja, reicht ja auch so. Man muss ja nicht unbedingt den perfekten Punkt treffen, immerhin. Das wäre sonst ein bisschen fies. So, Gustav, Schreibtisch. Perfekt. Da könnte ich immer noch nicht. Können wir eigentlich den Aufenthaltsraum irgendwie aufwerten? Nö.
Dann eben nicht. Ah, hey, du hast einen Schreibtisch. Zeig doch mal. Sieh ihn dir an. Diese Kurven. Die perfekt verarbeiteten Materialien. Ein wahres Meisterwerk. Damit kann ich mich meiner umfassenden Arbeit viel bequemer widmen. Und zwar so richtig glanzvoll. Jetzt kann ich die meisten kleineren Stücke selbst verwalten. Aber die größeren, genau wie der Schreibtisch, müssen wir selbst herstellen. Sobald ich ein paar Entwürfe von meinen Mitarbeitern erhalten habe, werde ich sie dir überlassen. Ich bin mir sicher, dass du dich wie immer kompetent darum kümmern wirst. Dankeschön, Dankeschön. Zu viel der Ehre. Sehr gut. Warte, bis Gustav dir mehr Entwürfe gibt. Nein. Und du hast Hunger. Kohlenhydrate, Kohlenhydrate. Du immer und deine Kohlenhydrate. Da kriegst du einen Tee. Er hat keine Kohlenhydrate wenigstens. Erdnüsschen. Sieh dir diese Juwelen an, die sind für dich. Ah, Dankeschön. Eine wertvolle Halskette. So, und dann könnten wir einfach mal hier drüben ins Blaue schippern und gucken, ob da irgendwo was ist. Dass wir uns hier noch ein bisschen umgeguckt haben in dieser Gegend. Ich wollte eigentlich ernten, aber gießen ist auch nicht schlecht. Braucht man auch irgendwie immer. So, Feuerglut. Sellerie. Sagen doch die Franzosen immer Sellerie. Ha. Löp. Sonst Hühner haben noch Futter. Ja, können wir noch eine Kleinigkeit angeln. Und wieder dieses schnelle Ding. Ja, gleich meine Angel kaputt gehen lassen. Kann ich eigentlich während dem Fahren hier drauf gucken, was wir hier entdecken? Ja, tatsächlich. Ah, und hier ist die doch die Kante von der Welt tatsächlich, glaube ich. Die müssten wir jetzt erreichen. Jo, na, dann ist hier nichts weiter. Dann gibt es hier vermutlich gar nicht mehr so viel, was wir entdecken können. Könnte halt höchstens hier noch irgendwo was sein. Ich will halt nur vorsichtshalber hier alles ein bisschen abgesucht haben. Das wäre... Zumindest wissen, wo wir hin müssen. Und weil ich ganz ehrlich gesagt gerade sonst nicht genau weiß, was ich machen soll. Aber hier müssen wir das Haus aufwerten. Das können wir noch nicht, weil wir da erst das Reißbrett aufpeppen müssen. Bilderrahmen, da brauchen wir Sachen, die wir noch nicht haben. Giovanni zu Immerpforte bringen. Ja, das können wir bei Gelegenheit mal machen. Gustav müssen wir einfach warten. Schmiede bauen brauchen wir das bessere Reißbrett. Und neue Seele holen wir uns erst, wenn wir Giovanni weggebracht haben. Reißbrett verbessern könnten wir tatsächlich machen. Da brauche ich noch ein bisschen Quarzpulver. Kann ich mir mal fix hier pulvern. So.
Und dann könnten wir das noch eben schnell ausbauen. Zumindest. Genau, dann machen wir vielleicht das. Und dann ist gut. Was kriegen wir hier raus? Kometensteinpulver wahrscheinlich. Ah, mein Zeigefinger. Einfach nur Kometenpulver, okay. Akzeptiere ich auch. So, dann könnte ich eigentlich gleich den Kurs mal Richtung Albert ändern. Oder erstmal schlafen und dann den Kurs Richtung Albert ändern. Halt hier noch nicht besonders viel erkundet, aber wenn es noch irgendwelche Ecken gibt, wo wir questtechnisch hin müssen, dann sagt uns das das Spiel ja normalerweise. Gehen wir über den Max. Fahren wir dann zum Albert. Verbessert uns unser Reißbrett. So, so. Irgendwie möchte ich diesen Hühner-Soundeffekt für mein Handy als Benachrichtigungston. Das finde ich super. Was ist denn der Nachricht? Oh, Bock. Und in der Öffentlichkeit denken dann immer alle, ich habe einen Huhn in der Tasche. Und vielleicht habe ich ja einen Huhn in der Tasche, wer weiß. Wäre nicht auszuschließen. Ich kann einfach nie die Eier abholen. Ich muss immer dieses Geräusch laufen lassen. Okay, bring mich mal hier um. Richtung Werft. Dümm, die dümm, die dümm, die dümm. Nicht vorhandene Segel setzen Richtung Albert. Dankeschön. Haha, diese Hühner. Seid so knuffig. Schafe haben wir auch schon länger nicht mehr geschoren. Und gefüttert, die armen Tiere. Zum Glück verhungern die ja nicht. Das wäre schon ein bisschen sehr brutal für dieses Spiel. Hey Albert, ich kann mir ein cooleres Reißbrett leisten. Und dann muss ich bestimmt wieder lauter Sachen bauen, die ich mir alle nicht leisten kann, weil ich Materialien brauche, die ich nicht habe. Du zerkleinerst gerne Steine? Ich halte das für Zeitverschwendung. Was willst du denn mit dem ganzen Sand? Etwa eine Sandalenfabrik eröffnen? Ah!
Ah, Albert, das tut weh. Es tut so weh. Weiß ich endlich mal, wie es den Leuten um mich rum immer geht. Wie sich meine genauso blöden Witze immer anhören müssen. Hier brauchen wir Quarzpulver und Eschenbretter, da brauchen wir Ektoplasma für einen Keller. Wozu braucht man für einen Keller Ektoplasma? Baut man sich da den Geist schon mit, der da drin wohnt? Aber hier, eine Kuh können wir uns holen. Wir haben schließlich eine Rinderlizenz. Jetzt ist nur wieder die Frage, wo stellen wir das hin? Der Stall ist recht groß. Passt jetzt wieder nirgendwo hin. Na gut, kommt ihr halt hier oben drauf. Muss ich nur dran denken. Ja. So, und sonst zerkleinere Hammer, Schmiede, Quarzpulver und Eschenbrett könnte ich eigentlich noch machen schnell. Obwohl, nee, das machen wir nächste Folge. Wenn ich dran denke. Wenn ich nicht dran denke, dürfte mich offiziell anmosern. Oh, und so eine schöne Kuh. Die so cremefarben. Und die können wir melden. Dann haben wir Milch. Oh, dann ist sie ganz müde. Ach, süß. Wir haben ja noch eine Rinderlizenz. Können wir uns noch einen Kuhstall bauen? Habe ich dafür genug Sachen? Haben wir dann zwei süße Kühe. Und da brauchen wir Kupferbarren. Aber man braucht zwei Rinderlizenzen für einen Kuhstall. Okay. Aber tendenziell könnte ich mir noch eine zweite Kuh holen. Hm. Vielleicht mache ich das. Vielleicht aber auch nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber nun gut. Das ist dann hiermit, nachdem wir uns eine schöne kleine Kuh eingekauft haben, das Ende der heutigen Folge. Vielen Dank beim Ja, ich kann schon gar nicht mehr reden heute. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen.